Ich weiß noch nicht, wie das in meinem Video dran kommt. Aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich Heimweh habe und das ist nicht einfach. Das sind wirklich Schmerzen. Hallo Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte, ich drehe so ein Video über Heimweh irgendwann, so einfach, wo ich euch erzähle, wie das ist und euch auch Tipps gebe, wie ihr so drüber stehen könnt und so, falls ihr ein Auslandsjahr macht. Aber wie ihr sehen könnt, sehe ich aus wie so ein... Weiß ich auch nicht, weil ich konnte einfach gestern gar nicht schlafen und habe auch nichts gegessen und so, weil es mir einfach nicht gut geht. Und das aufgrund von Heimweh. Ich hatte öfters, dachte ich, so Heimweh, aber so wie ich es jetzt fühle, obwohl ich erst 2 Wochen hier bin, habe ich das noch nie gespürt. Und eigentlich ist alles gut hier und so, also es ist nichts passiert, was irgendwie ausschlaggebend dafür wäre oder dass meine Familie was gemacht hat oder irgendwas passiert ist. Es ist alles perfekt, aber es wird einfach bei euch auch so eine Phase geben, in der ihr einfach traurig seid und einfach euch nach euren Eltern sehnt oder nach euren Freunden. Und bei mir ist einfach diese Phase jetzt schon nach 2 Wochen da. Ich denke, dass das auch vorbeigeht. Also es wird vorbeigehen auf jeden Fall. Und ich hätte mir das niemals zugetraut, dass ich so fühlen werde, weil ich liebe meine Familie natürlich unglaublich und meine Freunde auch. Und ich vermisse sie auch alle, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so dieses Heimweh haben werde, weil ich schon oft so Austausch und Urlaub und so allein gemacht habe und ich das nie in so einer Form hatte. Ja, okay, ihr denkt euch jetzt, ja klar, wir sind ja auch nur so 2 Wochen oder so und jetzt bist du ein Jahr weg. Aber trotzdem ist es anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich möchte euch ganz kurz was sagen, und zwar merke ich gerade, dass ich es gerade, da ich es auf Video aufnehme und da ich es euch erzähle, es irgendwie leichter wird in mir. Es ist jetzt wirklich, es war nicht geplant, das ist jetzt einfach, das merke ich gerade wirklich. Und deswegen kann ich euch nur raten, dass ihr mit jemandem reden sollt, der nicht zu, also nicht mit eurer Familie oder nicht mit euren Freunden zu Hause, weil das euch nur noch mehr ins Heimweh bringt, sondern redet mit eurer Gastfamilie oder mit eurem Local Coordinator oder mit irgendeinem Lehrer an der Schule oder mit Freunden oder so, die ihr hier getroffen habt, weil das einfach leichter ist. Was ich versuche immer mir zu sagen, wenn es mir hier nicht so gut geht, ist, dass es sich einfach lohnt, dieses Heimweh zu haben, weil man erstens richtig daran wächst. Ihr werdet euch selber auf einer anderen Seite kennenlernen und ihr werdet drüber wachsen, weil ihr keine Chance habt, zurückzukommen sozusagen, und ihr werdet lernen, wie man damit umgeht, und weil zweitens ihr hier so eine schöne Zeit haben werdet, egal wo ihr seid, ob ihr in Amerika seid oder nicht oder wo ihr in Amerika seid, es wird trotzdem ein schönes Jahr und es wird so viel Schönes geben, was ihr hier erlebt. Und dafür lohnt es sich einfach, dieses Heimweh zu haben. Drittens könnt ihr daran merken, wie sehr ihr eigentlich zu Hause schätzt und wie sehr ihr eure Freunde und Familie schätzt. Und das ist einfach was Besonderes, ist, solche Menschen in eurem Leben zu haben. Das merkt man erst, wenn man weg ist. Das war jetzt ein ziemlich kurzes, bisschen anderes Video.
Ich wollte euch einfach zeigen, dass es verschiedene Phasen gibt und dass alles nicht immer so, oh mein Tag war so toll ist. Und das ist auch normal. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, das jetzt zu filmen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und es tut mir richtig leid für wie ich aussehe. Ich habe einfach die letzte Nacht nicht geschlafen. Es ging einfach nicht. Und deswegen, ja. Aber ich hoffe, ihr nehmt euch was mit. Wenn euch das jetzt abschreckt von eurem Auslandsjahr, sollte es nicht wirklich. Ich bin trotzdem super glücklich hier. Es ist einfach nur eine Phase und das ist auch normal. Das hat jeder Austauschschüler. Also Freunde, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Hoffentlich. Ich verspreche euch auch, dass das ein bisschen happier wird. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss. Hey Freunde, und hier bin ich wieder. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist es jetzt ein paar Tage später. Und eigentlich wollte ich dieses Video so hochladen, wie ich es hochgeladen habe. Aber das war mir dann doch zu negativ. Und ich werde versuchen, das jetzt so kurz wie möglich zu gestalten, sonst wird das Video echt lang. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal ein paar Worte am Ende sagen. Und zwar geht es mir seit gestern wieder gut. Also mir ging es gestern Morgen schon viel besser und jetzt geht es mir wieder sehr gut. Aber die Tage davor waren wirklich hart für mich. Ihr konntet das ja sehen auf den Videos. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch dieses Video nicht so gut finden werden wie die anderen. Aber ich fand es einfach wichtig, euch zu zeigen, dass es beide Seiten gibt, dass es echt schöne Seiten gibt, aber dass sowas auch kommen wird. Aber was ich euch einfach mitgeben will, ist, dass es vollkommen normal ist und dass es bei jedem so ist. Und dass, wenn euch das abschreckt von eurem Auslandsjahr, ihr das überhaupt nicht an euch ranlassen dürft. Wisst ihr, es ist okay zu vermissen, es ist okay zu weinen und es ist okay traurig zu sein. Es ist komplett normal, dass man traurig ist und ich hätte es wirklich, wie gesagt, nicht erwartet, dass es bei mir so schnell und so unexpected kommt. Aber es war nun mal so und bei jedem wird es anders sein, wann das kommt, aber es wird kommen. Es darf euch auf keinen Fall von eurem Auslandsjahr abschrecken oder so, weil das gehört einfach dazu und wie ich schon in dem Video davor, was ich vor ein paar Tagen jetzt gedreht habe, gesagt habe, es ist einfach wichtig, sowas zu erleben und wenn man das in so einem jungen Alter macht, dann wächst man wirklich daran. Und es gibt wirklich viel mehr positive Erlebnisse als dieses Heimweh und deswegen lohnt es sich einfach so sehr, das zu machen. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben will, ist, dass Ablenkung die beste Medizin ist. Egal was ihr macht, ich habe zum Beispiel einfach nur Laundry gemacht, also ich habe meine Wäsche gewaschen, dann habe ich hier mein Zimmer gestaubsaugt und so, das hilft. Am besten ist es natürlich, wenn ihr schon irgendwelche Freunde oder so habt oder was mit der Familie macht oder so, weil Menschen euch am besten ablenken werden. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht so Freunde gefunden, mit denen ich mich wirklich schon jetzt schon treffen würde. Und es ist eine lange Geschichte, aber meine Gasteltern sind gerade in Europa, deswegen konnte ich auch nichts mit denen machen. Viel will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich wollte einfach nur das Video so beenden, dass es mir wirklich wieder gut geht und dass es wirklich nur eine Phase war. Und kann ich mal bitte ganz kurz auf was anderes eingehen? Wie krass seid ihr bitte, dass ihr einfach, ich habe einfach über 1000 Abonnenten und einfach über, mittlerweile schon über 13.000 Aufrufe auf meinen Flugzeugvlog. Und für richtig viele mag das voll wenig scheinen, aber ich hätte sowas niemals erwartet, wirklich niemals. Ich dachte so, ja, vielleicht bekommst du so 25 Abonnenten, vielleicht 50, aber dann ist auch gut. Aber ich möchte euch einfach so sehr für diese Hilfe danken und dafür, dass ihr mich abonniert und für die ganzen, ganzen lieben Kommentare, die ihr da lasst. Ich freue mich einfach so sehr über jeden Einzelnen, wenn ich die lese. Und Leute, ich versuche auf jede zu antworten. Ich glaube, ich habe bis jetzt auf jeden geantwortet. Aber falls ich mal nicht antworte, tut es mir wirklich leid. Ja, also ganz viele Leute haben mir auch schon auf Instagram und Snapchat geschrieben und haben Fragen gestellt oder irgendwas gesagt. Könnt ihr gerne machen. Ich werde wirklich versuchen, alles zu beantworten. Ansonsten könnt ihr gerne auch einfach Kommentare in den Fragen stellen. Was? Ansonsten könnt ihr auch gerne einfach Fragen in den Kommentaren stellen und ich werde versuchen, sie entweder in dem nächsten Video zu beantworten oder einfach direkt in den Kommentaren.
Aber wirklich, Freunde, über 1000 Abonnenten ist für mich echt eine krasse Zahl, auch wenn das für euch wahrscheinlich so richtig wenig scheint. Und vor allem über 13.000 Aufrufe. Als ich das Video vorgestern gedreht habe, dachte ich so, mein Gott, über 10.000, das muss ich sagen. Aber jetzt sind es einfach über 13.000 und ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Aber ich will euch einfach so sehr dafür danken, dass ihr mich unterstützt, obwohl ich so neu auf YouTube bin, und dass ihr mir so liebe Kommentare schreibt. Wirklich, ich bekomme jedes Mal ein Lächeln. Also vielen Dank dafür und ich hoffe, es bleibt so. Ihr könnt mir wirklich gerne Fragen stellen. Ich werde wirklich versuchen, jede zu beantworten. Und ein Mädchen hat mich in den Kommentaren gebeten, sie zu grüßen. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aimee, ich grüße dich. Ich weiß zwar nicht, was dieses Grüßen bringt, aber ich grüße dich. Also Freunde, Heimweh ist in dem Moment schlimm, aber es wird alles gut. Also macht euer Auslandsjahr, bitte, 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 lasst euch davon wirklich nicht abhalten. Wie ihr sehen könnt, geht's mir wieder gut. Das kommt phasenweise, das ist komplett normal, das hat wirklich jeder, glaubt mir. Deswegen, alles ist gut, ihr schafft es alle. Habt euch lieb, bis zum nächsten Video.